Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Und zwar heute zum Thema, wie oft soll ich Krafttraining in der Woche machen? Auch hier gibt es keine pauschale Aussage, auch wenn der ein oder andere jetzt wieder Hände faltend vom PC sitzt und sagt, jetzt kommt's, jetzt weiß ich's. Das muss man schon ein stückweise individuell gestalten, wie oft. Es gibt Menschen, die vertragen fünfmal in der Woche Training. Es gibt Menschen, die vertragen nur zweimal, dreimal in der Woche Training. Das hängt ein bisschen auch mit der Körperstruktur zusammen. Und natürlich auch unter anderem eben im Berufsbild, im Ernährungsverhalten. Klar, wenn ich dann eine bescheidene Ernährungsweise habe, schlecht schlafe bzw. mir einfach keinen Schlaf gönne, weil ich ein Nachtmensch bin und mir gerne die Nacht um die Ohren schlage, weil ich tagsüber habe ich dann noch einen stressigen Job ohne Ende. Da können zwei Training auch mal schon zu viel sein, ja, weil der Körper eben völlig ausgelaugt ist. Wichtig ist, das möchte ich jetzt im Vorfeld einfach nochmal mit auf den Weg geben, ist die sogenannte Autoregulation. Das heißt, hört ein bisschen auf euren Körper. Der spricht mit euch, wenn er mehr Schlaf braucht, wenn er mehr Ernährung braucht, wenn er mehr Regenerationszeit braucht, spricht er mit euch. Es gibt eindeutige Signale, wie zum Beispiel Müdigkeit, Abgeschlagenheit, Unlust. Und zwar tiefe Unlust, die eurem signalisiert, dass hier was nicht funktioniert. Und da würde ich nicht unbedingt fünfmal in der Woche ins Fitnessstudio gehen, weil das kann zum Fitness-Burnout führen. Weil hier nämlich nur noch der Kopf agiert, der Kopf bestimmt, der Kopf sagt, was lang geht und der Körper folgt halt, weil er keine andere Chance hat. Und das führt irgendwann mal ins technische K.O. und da will man nicht hin. Deswegen eine gewisse Autoregulation ist ganz gut, aber jetzt kommt das Aber, der Anfänger hat oftmals das Problem, dass hier natürlich die Autoregulation noch nicht so funktioniert, weil es einfach noch nicht in der Lage ist, das Biofeedback auslesen. Biofeedback ist einfach, der Körper spricht mit dir, der sagt dir, was du tun machst, du lassen sollst. Also, grundsätzlich hängt es davon ab, was für einen Trainingsplan ich habe. So ein ganz gutes Mittelmaß ist, dass ihr dreimal in der Woche die Zeit habt, 60 Minuten bis 75 Minuten euch mit eurem Körper zu beschäftigen, krafttrainingstechnisch mit auch einem Anteil Cardio mit dabei. Viermal, fünfmal bis zu sechsmal gehen, aber wie gesagt, das ist von Person zu Person unterschiedlich. Wer körperlich arbeitend ist, und zwar Schwerstarbeiter auf dem Bau, am Straßenbau, als Zimmer, als Gipser, als Schreiner, als Mauer, da würde ich mir gut überlegen und würde eher dreimal tendieren. Bin ich jetzt jemand, der den ganzen Tag im Büro sitzt, körperlich völlig inaktiv ist, da kann man vier, fünfmal, auch sechsmal gehen, wenn gewisse Parameter berücksichtigt werden. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, das ist eben zu lange Trainingseinheiten am Stück, so 1,5 bis 2 bis 2,5 Stunden. Was ich auf gar keinen Fall machen würde, ist eben, wenn ich sehr wenig Schlaf habe, berufsbedingt habe, zu wenig Schlaf und dann natürlich eben zu oft trainieren gehen. Das sorgt dafür, dass wir komplett auslaugen. Somit, dreimal die Woche ist prima. Wer es nur zweimal schafft, ist auch gut. Bei zweimal im Training ganz klar ein Ganzkörpertraining. Bei dreimal im Training der Woche kann es auch ein Ganzkörpertraining sein. Wer öfters geht, kann splitten, so ein Zweiersplit ist da ganz gut. Und natürlich, ganz klar, nicht vergessen, hört auf euren Körper, hört auf euer Biofeedback, das spricht mit euch und trainiert so gut wie möglich autoregulativ. Das heißt, wenn ihr zusätzlich eine Pause braucht und eben einen Tag länger Pause braucht, dann nutzt die. Regeneriert euch und in dieser Regenerationsphase werdet ihr euch erholen und dann könnt ihr an dem Tag, wo ihr ins Training geht, auch wenn ihr dann eben zwei Tage Pause gehabt habt und denkt, ihr müsst jetzt dringend was nachholen, werdet ihr spüren, dass ihr mehr Power habt und zwar wesentlich mehr Power. Und darum geht es ja im Krafttraining. Wir wollen ja nicht unterschwellig trainieren, sondern wir wollen überschwellig trainieren. Wir wollen ja Reize setzen, die der Körper nicht kennt, somit muss man ausgeruht sein. Ja, das war, glaube ich, das Wichtigste zum Thema, wie oft soll ich gehen. Da kann man keine pauschale Aussage treffen, weil es eben einfach von Person zu Person etwas unterschiedlich strukturiert sein sollte. Nähere Infos dazu gibt es bei mir dann letztendlich in der One-to-One-Beratung, ganz klar, weil da habe ich natürlich viele Parameter und kann viele Parameter Person auslesen, Ernährungsprotokoll, Anamnesebogen, Berufsbild, bla bla bla. Und dann kann ich es auch machen hier über Internet, geht nicht. Da kann ich eben nur sagen, so ungefähr. Alles Genaue gibt es bei mir. One
to One. Oder vielleicht in einem oder anderen Clip, wo ich dann spezifisch auf das Ganze eingehe. Das war's schon. Andreas Rienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe alias Mr. T zum Thema: Wie oft gebe ich Gas?